Oh, jeder kennt wieder, mein Lieber. Ja, das ist ein ganzheitliches Problem, ihr Lieben. Die Welt da draußen ändert ihr nur, indem ihr euer Denken ändert. Das ist ganz einfach. Dann muss man noch mal kurz ankündigen, es gibt immer noch diese Natural Evidence Ausstellung von Fotografen, die in der Ukraine und Syrien Bilder gemacht haben unter Einsatz ihres Lebens. Die sind gerade hier in der Holzmarktstraße 66 in Berlin. Lohnt sich da hinzugehen. So, ihr Lieben. Und jetzt nochmal Cerebellum, danach Rüdiger Lenz im Gespräch mit Prinz Chaos und zum Abschluss nochmal Musik später. Also, bis gleich, ihr Lieben. Viel Spaß. Paragraph 117 mit Cerebellum. Berlin, seid ihr alle gut drauf? Seid ihr noch da? Sehr, sehr schön. Schön reden, sehr schön, dass ihr alle auch noch dabei seid, zuhört und mitmacht. Wenn man all die Dinge, die Fakten hört, dann kann man doch nur fragen, was ist denn los hier? Was ist denn los auf dieser Welt? Und wir haben einen Song, der heißt Was ist denn los, Mann? Der ist von 1998. Und vielleicht, der ist nicht so einfach, so schwer zu mitsingen, vielleicht macht er ein bisschen mit. Dann singt jetzt auch ganz laut, was? Was ist denn los, Mann? Was ist los, Mann? Was ist los, Mann? Was? Was ist los, Mann? Was ist los, Mann? Nach Hause gehen nach der Veranstaltung, Kopf abschalten, nächsten Montag wieder herkommen, Kopf einschalten. In der Woche weitersuchen, Internet, TV aus, Internet. Recherchieren, nachfragen, hinterfragen. Weitersuchen, die Wahrheit suchen. Leute anstacheln, Leute, Freunde,
auf euren Geburtstags- und Grillpartys nicht nur vom fetten Schwein, was eh ungesund ist, reden, sondern auch mal solche Themen ansprechen und nachbohren. Wir müssen geduldig sein und wir müssen arbeiten. Das ist harte Arbeit. Aber ihr seid schon mal die Ersten, die das begriffen. Schön, dass ihr da seid. Da fühlt man sich wohl. Das ist wie eine Familie. Jetzt könnt ihr auch mitmachen, damit vielleicht die Herrschaften und Damen da hinten in dem Haus das hören. Aber die sind ja, wie gesagt, gar nicht so richtig böse. Vielleicht hört es auch die NSA und nimmt es auf. Hallo Leute, die Kameras an. Und ja. Ach, wir haben auch noch Besuch. Ja, ach so. Wir danken natürlich auch denen, die schon von Anfang an da sind, den BND, Verfassungsschutz etc., die immer unter uns weilen. Ich kenne die Leute ja schon, habe die schon der Anschlag begrüßt. Schön, dass ihr immer da seid, auf euch ist Verlass. Ja. Die Stasi-Leute von früher, die sind nicht mehr da. Wollt ihr uns verarschen, als das nächste Lied? Für die ganzen Leute an der wahren Macht. Und für die Sklaven der Macht. Für die Bücklinge der Macht. All das machen, was sie machen möchte. Wollt ihr uns verarschen? Wenn davon der Exportweltmeister Amerika, ich habe nicht die ganz aktuelle Zahl, 55% auf den Kasten hat, Deutschland schön mitspielt, Israel, England, Russland natürlich auch China. Wollt ihr uns verarschen? Wenn dann dieses Land auf andere Länder zeigt, bis zu den Zehen bewaffnet und sagt, ihr müsst alle abrüsten, ich habe Millionen Waffen, du hast eine, du musst dir eine abgeben. Wollt ihr uns verarschen mit sowas? Wollt ihr uns verarschen? Wenn in Brasilien jetzt die Fußball-WM beginnt, wir, die reichen westlichen Länder, uns laben an diesem Spaß, an dieser Party, mit Massenkundgebung auf Straßen. Für die Fußball-WM gehen die auf die Straße, aber für den Frieden nicht. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen, wenn ihr riesige Tempel, wie vor 2000 Jahren, Caesar, Brot und Spiele, ihr baut Kolosseum nach Kolosseum an Fußballtempeln, während die eigene Bevölkerung in Brasilien ärmer als je zuvor ist. Nichts haben. Die haben nichts, keine Bildung, keine Schulen. Die sind Analphabeten. Aber wir feiern eine dicke Party der Welt dort. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Ich bin heiser. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Alle! Alle! Lauter! Völkerrecht bei der Annexion der Krim
und gleichzeitig unterstützt diese Bundesregierung mit unseren Steuern eine neue Regierung in der Ukraine, in der vier Leute einer rechtsextremen Swoboda-Partei sind. Bedeutet stellvertretend unterstützen wir mit den Steuern eine ganz extrem rechtsextreme Partei. Dagegen ist die NPD ein Tischtennisverein. Und die werden unterstützt mit Hakenkreuzen, mit Hitlergruß laufen wie durch Russland. Die wollen die Russen umbringen, die Juden umbringen. Und die unterstützt Deutschland, aber da sagt keiner was. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Wenn ich jeden Tag in Nachrichten höre, dass wir mit Altersarmut rechnen müssen, dass Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, später nichts mehr haben und dass wir gleichzeitig 150 Milliarden Euro in die neue Rüstungsbudgets in der Bundesrepublik stecken. 150 Milliarden, aber Altersarmut! Wollt ihr uns verarschen? Wir haben keine Kindergärten, wir haben schlechte Bildung, Kultur wird abgebaut, aber Waffen werden aufgerüstet. Wollt ihr uns verarschen? 400.000 Menschen sterben jährlich durch Kleinfeuerwaffen, durch Schusswaffen, Kleinfeuerwaffen. Wir, die Bundesrepublik, haben dieses Jahr einen Rekordumsatz im Export von Kleinfeuerwaffen gemacht. Wir reden von Frieden und verkaufen Waffen. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen, wenn irgendein abgefuckter Manager sich ein Boni nach dem anderen mit Millionenhöhe gibt und hier Zeitarbeiter für ein Appel und Ei arbeiten, die nichts kriegen, die Sklaven sind, moderne Sklaven. Ich fahre durch Deutschland und sehe Spargelfelder und dann kriege ich ganz arme Leute aus Rumänien, irgendwo aus dem ganz fernen Osten, für 3 Euro die Stunde. Aber es waren deutsche Unternehmer, weil die Geil sind doch jetzt nicht fest. Wollt ihr uns verarschen? Ich könnte das jetzt noch 10 Stunden machen, aber wir müssen weiter. Jetzt aber alle. Wollt ihr uns verarschen? Alle zusammen. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Alle. Wollt ihr uns verarschen? Lauter. Wollt ihr uns verarschen? Berlin. Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Wollt ihr uns verarschen? Kommen wir noch einmal.